The Buffalo Bells haben es gemacht, die Band D-Ram genauso und die Stereo Bullets ebenfalls. Ein One-Take-TV-Video, sprich ein Musikvideo, das ohne Schnitt gedreht wurde. Nun heißt's, die Bands vor den Vorhang zu holen. Wir haben jetzt vier Bands gehabt, die alle super Musiker sind, super gute Musik machen und alle, das ist jetzt schade. Ja, also die brauchen viel mehr Bühne, am Städtner Musiker brauchen viel mehr Bühne, können viel mehr gefördert und deswegen waren wir auch mit der Sparkasse eben die Veranstaltung jetzt da kreiert, wo wir gesagt haben, okay, nicht nur als Musikvideo, sondern auch live, weil alle vier Bands sind live nur eine ganz andere Dimension. Ja, das ist nur viel besser, nur viel mitreißender und ja, wenn die Videos gefallen hat, der soll unbedingt heute herkommen, beziehungsweise ist hoffentlich heute da. Ja. Und ja, deswegen haben wir die Veranstaltung gemacht, einfach um diesen Musikern nicht nur online eine Bühne zu bieten, sondern auch in echt, weil da gehört Musik eigentlich hier, da ist der Ursprung und deswegen der ganze Spaß heute. Ja. Freue mich schon. Im Rahmen der von der Sparkasse am Stetten und der Filmproduktionsfirma Filmriss ins Leben gerufenen Aktion One Take TV wird Bands aus der Region die Chance gegeben, sich in einem von der Sparkasse gesponserten Musikvideo zu präsentieren. Also heute rundet man so quasi die erste Staffel mit dem Event ab und ich kann nur eins sagen, ich bin wirklich sehr, sehr stolz und froh, dass die Sparkasse dieses Projekt unterstützt. Es war von Grund auf eigentlich eine runde Sache, eine stimmige Sache. Wir haben, ich kann mich erinnern, das erste Musikvideo mit den Buffalo Bells und den Stereo Bullets, das war schon großartig und so hat sich das immer gesteigert. Das hat immer mehr Qualität gekriegt und vor kurzem ist das Musikvideo von den Waigo 2 rausgekommen und das ist wirklich super. Also es ist eine runde Sache, eine stimmige Sache. Wir sind froh, dass wir es unterstützen und ich kann schon vorweg sagen, dass es eine zweite Staffel gibt, die wird im Jänner, Februar beginnen. Und ich freue mich heute irrsinnig auf das Event, auf das Konzert, wo alle Bands nochmal zeigen, was drauf haben. Und ja, ich hoffe, dass viele Leute heute kommen und uns besuchen. Eines der One-Take-Wunder wurde der Jazzband Suit Up geschenkt, die ein weihnachtliches Medley namens Have Yourself a Funky Christmas in bewegte Bilder gepackt haben. Wir haben vormittags angefangen und wir haben, glaube ich, stundenlang gebraucht, dass wir die ganzen Geschenkpackerl einmal einpacken. Ja. Und dann haben wir erst irgendwann gegen Abend einmal angefangen zum Drehen wirklich und dann haben wir bis in die Nacht eine Draht. Ja. Also es war dann schon ziemlich langwierig, aber ich glaube generell beim Video war das Highlight eher, dass dann das Packerl beim Tobi im Schlagzeug halt aufgegangen ist. Ja. Das Riesenpaket. Voll. Das war ja Wahnsinn. Und generell der Zug war viel cool. Ja. Also für uns hat es ja auf jeden Fall ausgezahlt. Wir würden es jedes Mal wieder machen. Mit der Amstettner Band D-Ram ist dieses Format in die nächste Runde gegangen. Mein Fazit von One Take TV. Ja, ich finde es voll cool, alles was dabei rausgekommen ist. Nicht nur unser, sondern generell alle Videos sind mega, mega gut geworden. Und vor allem finde ich, repräsentiert die Bands wirklich, wirklich gut. Also finde ich es super. Das Highlight bei unserem Videodreh. Da gibt es jetzt eine offizielle und eine inoffizielle Antwort. Die offizielle Antwort ist natürlich das um und um Wandern vom Jonas mit der Kamera, dass das halt wirklich auch ein One-Take ist, dass das trotzdem alles mehr oder weniger super eingefangen ist. Die inoffizielle Antwort ist definitiv das eine Haar, was man bei meinem Ärmel einmal überhängt. Das ist definitiv mein Highlight. Die Vollblutmusiker rund um The Buffalo Bells haben in ihrem One-Take-Shot gemeinsame Sache gemacht. Wir haben uns voll gefreut auf den Dreh, weil wir haben es ja gemeinsam mit den Stereo Bullets gemacht, mit denen wir ja uns nicht nur im Proberaum teilen, sondern so auch sehr gut befreundet sind. Und wir haben uns halt voll gefreut, von vornherein schon mal drauf und es war dann auch genauso. Wir haben volle Gaude gehabt, dabei aber hochprofessionell gearbeitet, also an der Stelle ein Riesenkompliment an Filmriss, das muss man mal auch sagen, dass man das so umbringt. Und ja, dann haben wir das ein paar Mal durchgedreht, das Ganze, und unterm Strich ist dann always Hardcore rausgekommen. Es ist der Wechsel dann zwischen Buffalo Bells und Stereo Bullets. Und da bringen die Stereo Bullets bringen dann eine komplett neue Energie und dann nochmal gemeinsam, das war halt dann schon, ja, das ist das Highlight dann, glaube ich, ja. Das Ergebnis dieser Fusion, eine Hommage an die deutsche Kult-Techno-Band Scooter, natürlich mit einer gehörigen Portion Augenzwinkern versehen. Denn weder die Buffalos noch die Bullets liebkosen mit dem Techno-Musikstil. Das Coolste bei uns im Videodreh war die Auswahl der Kostüme und die Requisiten.
Ja, es war wirklich recht witzig, wie wir sie alle verkleidet haben, in Scooter quasi noch geahmt haben und nein, war echt leibend. Das Projekt war super lässig, super cool, dass sich die Sparkasse dafür entschieden hat, jungen Bands die finanziellen Mittel zu geben bzw. finanziell zu unterstützen. Es hat mega viel Spaß gemacht, es waren super Teams involviert, die Videoproduktionsfirma war super, das Tonstudio war super. Ich hab's super gefunden. Klaus, wie geht's dir heute? Danke, mir geht's gut. Ich freue mich schon echt auf diesen Abend. Es werden sicher viel Leute kommen. Macht Spaß, alle Bands nochmal. Spaß. Ja, alle Bands nochmal live zum sehen und es wird ein richtig leibender Abend und mich freuen sie schon. Wir finden es auch super. Nur weiter so. Deshalb folgte Video Nummer 4, bei dem sich die Jungs von Filmriss die Band Why Go 2 vor die Linse geholt haben. Ja, also der Videodreh war für mich irrsinnig imposant, weil ich bin erst am zweiten Tag gekommen, wo wir dann schon draht haben, da war schon das meiste aufgebaut. Es war halt gleich total überwältigend, was da die Guys von Filmriss schon wieder hervorgezaubert haben aus einem Lahnstall. Genau, voll. Sie haben eine Ziege gecheckt, es ist alles so professionell, easy overgrained. Also da nochmal Riesenlob, Jungs, Riesenlob. Mein Highlight vom Video war natürlich ja, die Ziege. Die Ziege fudern, groß pflücken für die Ziege. Und das war lustig, wie es einmal abgepasst war für einen kurzen Moment. Aber das sage ich jetzt off the record. Wir haben natürlich gut auf die Gerte aufgepasst. Die Macher hinter dem einmaligen Handwerk, das Team rund um die Filmproduktionsfirma Filmriss. Vom Drehbuch über die Produktion bis hin zu Licht, Ton, Schnitt und Farbkorrektur. Jedes kleinste Detail entspricht der Feder der Filmriss-Crew. Im Endeffekt hat jedes Video so ein bisschen was für sich gehabt. Das war einerseits, kann ich mich erinnern, bei Buffalo Bells und Stereo Bullets, das war praktisch die Premiere, wo man mit 50 Leuten in der FIFA-Steigerungshalle da das Video draht haben. Also den Moment werde ich nie vergessen, wie ich da praktisch hinter der Kamera gegangen bin, dass ihn Jonas keiner umrennt und du gehst nach hinten und dann strömen die Leute an dir vorbei. Das war unvergesslich, aber genauso werde ich nie vergessen, wie wir, glaube ich, 8 Stunden lang Backel zusammenpickt haben und unser gesamtes Wohnzimmer bei Suit Up, die was man gerade hinten hört, belagert haben richtig. Ja. Also das war auch richtig viel Arbeit, sind wir um 4 in der Früh fertig waren. Genauso wie D-Ram, wo man dachte, zum ersten Mal im Café um so eine Uhrzeit, zum ersten Mal nüchtern, das war auch ein Highlight in dem Sinne. Ja. Und zu guter Letzt, ja, auf jeden Fall, die Vigo 2 waren sowieso. Also das finde ich gerade von der Lösung, wie wir das geschafft haben, dass wir 7 Minuten 30 das Video trotzdem noch irgendeine Dramaturgie, ein bisschen Spannung drin gehabt haben. Es war einfach auch einmalig da, wie der Georg und Christel da gestanden sind und da. Das gibt dem Ganzen so eine andere Ebene dazu, das gefällt mir persönlich vom Video her eigentlich fast am besten. Ja, aber alle 4, wie gesagt, der Highlight und jetzt das größte Highlight heute zum Schluss eben der One Take TV on Air, wenn man alle nochmal live sieht.